gerade entstanden ist. Wir haben hier ein Auto aus dem Jahr 1918, ein sogenanntes Doctor's Car, ein Fahrzeug für den Arzt des United States Army Medic Corps. Das Interessante an diesem Auto ist, es war schon in Europa, es kam über den großen Teich herüber, ersten Auslandseinsatz im Kongo mitgenommen hat. Meine Damen und Herren, das zweite Fahrzeug, das wir hier haben, das erste ein 4-sitziger Haflinger, das zweite ein 6-sitzer. Und dieser 6-sitzer, der ist ganz, ganz außergewöhnlich, denn der wurde nicht fürs Militär, sondern der wurde für die Gendarmerie produziert und ist ein Vorserienfahrzeug. Der 6-sitzige, der große Haflinger, wenn man so will, ja, der große, groß, wenn man, schaut sich das nebeneinander an. Der große 6-Sitzer und der kleine 4-Sitzer. Der eine, der weiße 4-Sitzer für das Bundesheer, der 6-Sitzer für die Gendarmerie, speziell für die Gebirgs-Gendarmerie, angekauft. Das ist österreichische Militärfahrzeugtechnik, basierend auf den Entwicklungen des wirklich genialen Ingenieurs Ledwinka, der die Pendelachse um das Kommandantenfahrzeug der ehemaligen Panzertruppenschule in Zwölfachsing, ein Fahrzeug, das dem Schulkommandanten alleine vorbehalten war, gekennzeichnet mit PZTS vorne und hinten mit dem Kommandantenstandard bei St. Pölten. Das Panzerbataillon 10, das wurde ebenfalls 2006 aufgelöst und der letzte Überlebende sozusagen ein grüner Fokus des alten Panzerbataillons 10. Vom Fliegerhorst in Eigen im Enztal, dort sind der Pinzgauer dreiachsig, das ist eine besonders geländegängige Variante des Pinzgauers. Er hat hinten einen Sanitätsaufbau, zwei liegend Verwundete, inklusive dem Sanitätstrupp, das ist ein Kraftfahrer, ein Sanitätsunteroffizier und ein Sanitäter, können transportiert werden. Tja, meine Damen und Herren, auch. Wir sehen hier ein Truppenfahrrad der ehemaligen deutschen Wehrmacht, wie es bei den Radfahrregimentern zum Einsatz kam, das sogenannte Waffenrad, das Truppenfahrrad, konnte als Transportmittel, aber natürlich auch als Waffenträger. Ja, die Waffe, die war entweder am Rücken des Fahrers oder auch vorne am Lenker konnten zwei Panzerfäuste angebracht werden. Und so gingen noch Soldaten 1945 als Panzerjagdkommando in Wien in den Einsatz gegen die Rote Armee. Ein extrem seltenes Motorrad. Diese kleine KTM, ja, die hat eine ganz besondere Schwinge hinten, die er verleiht. Hier, hier eine 45 Grad Steigung, 45% Steigung, Steigfähigkeit ermöglicht. Zwei typisch österreichische Militärfahrzeuge, einmal Buchranger, leichtes Verbindungsmotorrad der 80er Jahre und einmal der Gradmelder, das wird und als Verkehrsregler, meine Damen und Herren, sehen wir nun auf einer MZ aus dem volkseigenen Betrieb Motorenwerke Jobbau. Mit dem Gradmelder in der Verkehrsregelausrüstung, das heißt ein weißer Helmüberzug und weiße Stulpen, ein weißer Gürtel und er blinkt, das zeichnet den Verkehrsregler der Nationalvolksarmee der DDR aus auf seiner MZ. 1971 eingeführt und 1981 durch ein verbessertes Modell ersetzt, geschrieben hat, das war der Land Rover. Nach dem Zweiten Weltkrieg für die britische Armee entwickelt als Ersatz für den Jeep, kamen diese Fahrzeuge in Europa, aber auch in aller Welt zum Einsatz. Wir sehen hier einen Land Rover Serie 88 aus den 70er Jahren,
ehemaliges Fahrzeug der britischen Militärpolizei in Deutschland, abverkauft dort nach Italien, aus Italien zurückgekauft in die Slowakei und aus der Slowakei nach Österreich. Ein Fahrzeug im Deep Rose Green, der Lackierung der britischen Armee der 80er Jahre in Deutschland. Ein Land Rover Serie 88, der jetzt im Privatbesitz ist und hier uns noch einmal seine Genehmigungskette demonstriert. Der sogenannte Flapinskauer, hinten mit einer ebenen Fläche zum Aufbau der 20 mm Fliegerabwehrkanone. Die 20 mm Kanone, das war die leichte Flugabwehrkanone des Bundesheeres mit einem Trommelmagazin obendrauf. Ein Mann konnte diese Waffe bedienen, ein zweiter Mann musste sie laden, ein dritter war für die Munitionsversorgung zuständig. Gemeinsam mit dem Kraftfahrer und dem Kommandanten war das eine Geschützbedienung für die 2 cm Fliegerabwehrkanone. Wir sehen hier einen Flapinskauer des ehemaligen Fliegerabwehrregiments Nummer 2. Wie er über lange Jahre im Bundesheer den Dienst hat. Vor ca. 10 Jahren wurden die leichten Fliegerabwehrkanonen ausgeschieden und direkt aus der Truppe ein Stück ins Museum abgegeben. Meine Damen und Herren, der UAZ, die 68, das ist der russische Land Rover sozusagen, der russische Extremgeländesportler als Transporter. Wir sehen hier von unseren Freunden aus der Slowakei einen Sanitäts-UAZ 468, 4x4, ein Fahrzeug, das zwei liegend Verwundete transportieren kann, plus den Sanitätsunteroffizier und den Sanitätsgehilfen. Ähnliche Eigenschaften wie das Sanitäts-Pinzgauer, aber noch robuster, noch einfacher im Aufbau. Meine Damen und Herren, ein ganz besonderes Vergnügen ist es, jedes Jahr einen rumänischen Aro hier begrüßen zu dürfen. Der Aro, das ist leichten Kraftwagens, der ja, ab den 50er Jahren in Rumänien zum Einsatz kam und dann weiterentwickelt wurde aus dem Gas 69 zum Aro. Aros wurden nur für den Bedarf der rumänischen Armee gebaut, sind entsprechend heute sehr selten, vor allen Dingen in diesem Erhaltungszustand. Möchte ich mich beim Fahrer ganz herzlich bedanken, dass er uns den immer wieder bringt und so ein tolles Fahrzeug hier uns zur Schau stellt.
letzten beiden Husaren, die jetzt kommen, die waren und fahren auch üblich. Da sieht man, wie robust diese Fahrzeuge noch heute sind. Sie sind heute noch in der Lage, die Sahara zu überqueren. Ja. Diese Fahrzeuge besser verkauft haben. Bis heute sind sie noch immer maßgeblich. Ohne größere Probleme. Die Fahrzeuge fahren des Öfteren in die Wüste, in die Sahara, durchqueren mehrfache Starter bei Paris Dakar. Und daher ist es etwas unverständlich, warum diese Fahrzeuge nicht weiterhin kommen. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder das Vergnügen haben werden, den Österreich-Kontrollakium und die uns begrüßen zu müssen. Das Bundesheer verwendete sie lange Jahre als Ersatz für Schützenpanzer, die die Panzergrenadiere waren zum Teil mit dem Dodge ausgerüstet und daher sprach man sehr oft von den Dodge-Grenadiers. VW Typ 82 Kübelwagen. Der Kübelwagen setzt nicht auf Allradantrieb, sondern auf extremen Leichtbau, um seine Geländegängigkeit zu erreichen. Den Kübel, ja, das war das Fortbewegungsmittel der deutschen Wehrmacht. An allen Frontabschnitten vom Nordpol bis in die Wüste. Vorgestern, als die Herren angekommen sind, gesehen, wie sie mit dem Sattelaufleger, das ist nämlich ein Werkstattanhänger, hier reinrangiert haben. Unwahrscheinlich. Aber natürlich auch wichtiger Spitzengefühl. Zustand und auf jedem was anderes drauf. Das ist das Sensationelle. Ein Jeep, der kann so viel. Der kann Aufklärer sein, der kann Transportmittel sein, der kann aber vor allen Dingen ein Auto sein, das unverwüstlich ist und das im Gelände jeder Prüfung bestellt.
Rüstung zu transportieren. All das, was der Soldat nicht selber tragen kann, das verfrachtet er in den Infanteriekarren. Es ist ein Handkarren. Ein besonderer Applaus, denn bei jeder Vorführung, der Weg ist weit. Ungefähr so, wie er auch im Zweiten Weltkrieg war. Diese Infanteriekarren gingen einmal nach Moskau und zurück. Vorbeischaut, ein Matrose der Roten Flotte, ein Gasschwimmwagen, der für den Bedarf der Pioniere gebaut wurde, ein Übersetzmittel, ein Fahrzeug, das zu Land und zu Wasser eingesetzt werden kann. Mit eigenen Rudern bewaffnet, kann er sich auch ohne Motor noch wie ein Boot fortbewegen. Gefolgt wird dieses Fahrzeug, dieser Gasschwimmwagen, von einem drei angetriebene Achsen, ein Sil 157, Baujahr 1960, hergestellt in der Sowjetunion mit 8,5 Tonnen Eigengewicht und 103 PS, 5,4 Liter Hubraum, meine Damen und Herren. 6 Zylinder und 5,4 Liter Hubraum. Ein besonderer LKW, den darf ich Ihnen jetzt schon ankündigen, das ist ein Chepper. Bei uns ziemlich unbekannt. Chepper, das ist eine ungarische Fahrzeugfirma, die für den Bedarf der ungarischen Streitkräfte LKW produziert hat. Ein Chepper 344, vorher 1968, mit 9 Tonnen, 98 PS, Dieselmotor mit 5,4 Litern Hubraum, meine Damen und Herren. Chappell hat nicht besonders viele gebaut, aber daher sind diese Fahrzeuge sehr, sehr selten mittlerweile. Umso erfreulicher ist es, dass unsere Freunde aus Ungarn auf Achse hierher angereist sind, um uns diesen Chappell mitzubringen. Als Trägerfahrzeug für den Funkfernschreiber, für den MFF1, ein Fahrzeug der ehemaligen 2. Batterie, Panzerartillerieabteilung 9 in Baden. Das war das Artilleriebataillon der 9. Panzergrenadierbrigade. Und später als Panzerartilleriebataillon 9 wurde es aufgelöst 2006. Heute ist auch die Kaserne in Baden bereits geschlossen. Daher ist es umso schöner, hier noch ein Fahrzeug der alten PZAB 9 zu sehen. Herzlichen Dank dafür, für unseren Lohnerdodge, ein ganz treuer, der uns jedes Jahr begleitet. Mein Name ist Autounion DKW, heute bekannt als Audi, hat 1959 für den Bedarf der deutschen Bundeswehr dieses Fahrzeug entwickelt. 1200 Kilogramm Eigengewicht, 45 PS. 1 Liter Hubraum, aber das etwas Eigenartige daran, 3 Zylinder. Allradgetrieben mit einem 3-Zylinder-Motor ist der Munga heute mit seiner Originalmotorisierung durchaus als selten zu bezeichnen. Denn diese Motoren sind doch sehr viel lieber und sehr viel größer. Der sowjetische Land Rover, der russische Land Rover. In nichts steht er dem Land Rover nach. Er übertrifft ihn in manchen Dingen sogar, vor allen Dingen dabei, wenn es um die Zuverlässigkeit geht. Denn ein Urarzt, der fährt vom Nordpol bis in die Wüsten des fernen Ostens,
Wir sehen hier ein Fahrzeug der ehemaligen sowjetischen Armee mit dem an der Tür angebrachten Gardestern, das Gardeabzeichen der russischen Armee, gefolgt von einem zweiten UAZ aus der Slowakei, ebenfalls im 468er. M37 wird uns als nächstes vorgeführt. Ein Dodge M37 B1 aus 1962 mit 2,7 Tonnen Eigengewicht, 90 PS, 6 Zylindern und Allrad angetrieben. Ein Fahrzeug der Nachkriegsarmee, der amerikanischen Nachkriegsarmee in Deutschland. Die nationale Militärpolizei, bestehend aus Russen, Amerikanern, Franzosen und Briten, in Wien den ersten Bezirk gemeinschaftlich kontrolliert hat, das waren nur kurz die vier im Jeep, denn besser müsste es heißen die vier im Dodge. Wir sehen hier ein Dodge Command Car, wie es von der internationalen Militärpatrouille in Wien im ersten Bezirk verwendet wurde. Der Jeep, der bot nicht genug Platz für vier Personen, daher wurden die Jeeps erstellt. Dodge ersetzt. Wir sehen vorne die Fahnen der vier Alliierten, die den ersten Bezirk gemeinschaftlich kontrollierten. Nach dem Dodge, denn man hat irgendwann einmal eingesehen, ein geländegängiges Fahrzeug ist im ersten Bezirk vielleicht doch nicht so notwendig, hat man, ja, vielleicht auch ein bisschen aus Prestigegründen, das High-End-Produkt der amerikanischen Autoindustrie genommen. Einen Chevrolet Special Series 6 1500 Styleline, einen viertürigen Sedan, das ist standesgemäßes Fahren für die Militärpolizei. In Wien, im ersten Bezirk, waren diese Fahrzeuge von 1951 bis 1955 im Einsatz als Patrouillenfahrzeuge für die internationale Militärpatrouille. Wir sehen hier einen viertürigen Sedan, Feuer 1951 mit 92 PS und 3,5 Liter Hubraum. Aufklärer eingesetzt werden. Wir sehen jetzt einen Aufklärungsjeep mit Volltarnung. Beachten Sie vorne den Drahtschneider. Das dient dazu, wenn die Windschutzscheibe umgelegt ist, die Besatzung zu schützen vor herunterhängenden Drähten. Tja, dieser Jeep. Die Besatzung dieses Jeeps hat letzte Nacht hier einen wahren Kraftakt vollbracht. Sie haben den Jeep wieder instand gesetzt, über Nacht, um hier heute wieder fahren zu können. Denn gestern hat sie ein nicht unwesentliches Teil verlassen. Über Nacht wurde das Fahrzeug wieder flott gemacht, es wurde sogar getarnt und ist heute wieder fahrfähig. Da sieht man, Jeep nicht nur robust, sondern auch vor allen Dingen einfach mit Truppenmitteln instand zu setzen. Und genau dieses Auto wurde heuer 2015 produziert und ist ein Fahrzeug, das dem Fahrer, der extra aus Moskau mit seinem Fahrzeug angereist ist, zur Verfügung gestellt worden vom UAZ-Werk, um hier zu uns damit anzureisen. Meine Damen und Herren, nicht nur eine Wahnsinnsanreise auf Achse aus Moskau, alle Strapazen auf sich genommen, denn die Reise aus Moskau auf eigenen Rädern ist gar nicht mal so einfach mittlerweile mehr. Denn wir wissen, es gibt da einige Zonen auf diesem Weg, die sind nicht unbedingt leicht zu passieren. Aber keine Mühe gescheut, ja, und extra für uns wurde dieses Fahrzeug so hergerichtet, dass es als Werbeträger für UAZ hier
bei uns sein kann.